Hallo ihr lieben Nosy Rosies. Es ist Freitag, ich bin Christine und dies ist mein zweites Video. Ja, ich möchte euch erstmal ganz herzlich für die tollen Kommentare bedanken. Also, ich habe gedacht, okay, vielleicht kommentieren so 2 bis 3, aber dass ihr so süße Kommentare schreibt, das hat mich ganz gerührt. Ich hoffe, ihr habt die Vorstellungsvideos meiner Kollegen auch, also Kolleginnen auch angeguckt. Ich fand das ja ganz fantastisch, wie die Tabea da einfach durch Bangkok gelaufen ist und sich nebenbei noch vorgestellt hat. Also, well done, ja. Aber Alina ist ja auch eine ganz sympathische. Schon dreimal M, ja, muss ich ja jetzt noch warten. Viermal. Das Thema heute ist Outing hinter Mond. Warum? Das Thema Outing wird ja oft bei The Nosy Rosy behandelt. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn man einfach mal die Klischees, die man beim sich outen so erlebt, in 3 Rollen packt. Und herausgekommen sind der Checker, die Katholikin und der Opa. Diese Rollen werdet ihr jetzt gleich sehen. Sie sind absolut nicht ernst zu nehmen, denn ich habe maßlos übertrieben und nur ganz kleine Erfahrungswerte einfließen lassen. Mein Ziel ist einfach zu unterhalten und nicht irgendwie euch abzuschrecken, ne? Also, wenn ihr da jetzt als junges Küken noch vor dem PC sitzt oder als, junges Küken ist ja geschlechtsneutral, ne? Dann nicht denken, dass das die Standardreaktionen sind. Das ist wirklich einfach nur zu Unterhaltungszwecken. So, also, das schaut ihr euch gleich mal an. Und die Aufgabe ist, zu gucken, ob ihr davon irgendwas wiedererkennt und dann fleißig drunter kommentieren. Also, mich interessiert das wirklich, ob euch irgendwie da schon so Randbemerkungen mal getroffen haben oder ihr die gehört habt einfach. Und dann interessieren mich noch eure positiven Erlebnisse mit dem Outing. Also, dass Leute sich das vielleicht schon gedacht haben, dass jemand gesagt hat, Mensch, finde ich super, dass du das irgendwie erzählt hast, oder ach schade, ne, jetzt bist du ja für die Männerwelt gar nicht mehr zur Verfügung oder eben andersrum für die Frauenwelt oder eben für beide, ja, ihr habt dann mehr Auswahl. Also mich interessiert einfach, was ihr da schon so erlebt habt, und es geht einfach um einen lockeren Austausch, um ein Thema, was man ernst behandeln kann, aber manchmal vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern betrachten sollte. So, das war's schon von mir. Wenn ihr dieses Video schaut, sitze ich wahrscheinlich in einer estnischen Kneipe und genieße meinen letzten Urlaubsabend bei einem Feierabendbier. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch ein ganz zauberhaftes Wochenende. Kommt gut rein und auch wieder raus. Okay, tschüss. Emma. Na? Ist sie so alleine? Also, hat man gedacht, du sitzt alleine, ich sitze alleine, es ist nach Mitternacht, was spräche dagegen, wenn du und ich, weiß schon, Knickknack. Ach so. So mit Schlecken und so. Könnte ich auch eine. Richtig hässliches Mannschweib. Ah, sieht zum Glück ein bisschen anders aus, ne? Hätte ich es gar nicht so gedacht, so. Also, nur lange Haare und so. Schöne Klamotten. Also, so richtig so mit so. Weiß Bescheid. Ja, ich kenne mich da aus, ne? Hab da so meine Quellen. Sag mal. Also, hast du eine Freundin gerade oder wie sieht's aus? Also, dann könnte man noch mal, also, kennst ja vielleicht diese Quellen, ne? Könnte man ja vielleicht mal zugucken.
Ja, jetzt blas dich doch hier nicht so auf. Meine Fresse, ich hab doch nur mal gefragt. Musst du dich hier nicht so hinsetzen mit deinem da so aufreizend und also ich normalerweise ist es über, also ich bin überhaupt nicht gewohnt, so angemacht zu werden, ja? Also musst du auch mal, also bist du auch selbst schuld, wenn du hier so diskriminiert wirst, da mit den Mannsweibern und so, ne? Also wenn ich nach mir ginge, hätte ich ja gar, aber also musste ich, also wirklich, scheiß Kacklespe. Mann, also, das geht ja gar nicht, bäh. Schlecker, bäh. Zieh dich mal hier. Mein liebes Kind. Seit wann weißt du es? Das ist ja schon lange. Ja. Dann muss ich erstmal nachschlagen. Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also, jedenfalls, der Herr liebt alle seine Geschöpfe. Auch dich. Also, unter der Voraussetzung, dass du daran arbeitest. Es gibt Wege. Es sind keine leichten Wege, denn das ist eine sehr, sehr schwerwiegende Sünde. Aber mein Schwager hatte eine Phase in seinem Leben, in der er sich, nun ja, besonders von Jesus Christus angezogen fühlte. Für uns war das erst nicht leicht nachzuvollziehen, denn wir lieben Jesus Christus, aber nicht so. Nachdem wir ihn wieder kontaktiert hatten und Experten zu Rate gezogen hatten, haben wir eine gute Lösung gefunden. Das Medium Internet bietet auch für solche Sündenfälle eine Lösung. Mein Schwager war 15 Jahre in therapeutischer Behandlung. Er hatte sehr viele Rückfälle. Aber er hatte es geschafft. Er lebt nun glücklich mit einer christlichen Frau verheiratet. In einem Naturschutzgebiet, baut seine eigenen Pflanzen an, klärt sein eigenes Wasser selbst und liegt im völligen Einklang mit Jesus Christus und Gott. In seinem Umfeld leben keine alleinstehenden Männer. Ja, also, man weiß ja nie. Jedenfalls glaube ich, dass das auch für dich ein Weg sein könnte. Müsste. Gott vergibt allen, vorausgesetzt, sie bereuen ihr Handeln und reinigen sich. Bewege dies in deinem Herzen. Ich unterstütze dich gerne auf dem Weg der Abkehr von der Sünde. Ansonsten war dies unser, ja, letztes Gespräch. Ja, also, kannst du doch machen, also. Ich überlege gerade, ob ich noch eine andere kenne vom anderen Ufer. Ne? Ne, du bist der Erste. Also ich meine, wenn du da jetzt mal, ne, wenn du dann den richtigen Kerl triffst.
triffst, dann schauen wir mal, ob das noch so ist, ne? Wenn man jung ist, dann hat man ja auch noch so seine Phasen, also als ich damals da, also jetzt nicht mit Männern oder sowas, nee, aber also ich habe da auch das ein oder andere Eisen ausprobiert, ja. Ja, also mach doch, also ja, ich meine, ich will jetzt nicht wissen, wie und so, ne, das möchte ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, aber ja, ich werde ja auch nicht älter, jünger, also ich werde älter, fallen schon die ersten Haare aus, aber gut, so ist das, ne, die Zeit heute ist eine andere. Früher, dann, ach, da müssen wir gar nicht mit anfangen, wie das da war, ne? Adolf und so. Also ich meine, das waren ja dann auch meine Eltern, die Generation, ne? Aber bei mir war das auch noch nicht so, ne? Da gab es sowas noch nicht. Jetzt ist es halt gerade so ein Trend, ne? Und wenn der, sag mal, also, das ist ja hier komisch, ne? Ich habe da so ein Haarwuchsmittel genommen, das ist, kannst du vergessen, ne? Das fallen einem die Haare eher aus, als dass du da, naja, also mit dem Lesbischsein, ne, so, das kannst du machen, nicht in meiner Wohnung, das ist ja klar, kannst du dann bei dir machen, ne, und so, ich meine, Familie geht ja eh nicht, mach mal und, ja, erstmal Ausbildung, ne, also Ausbildung fertig machen ist immer das Wichtigste, ne, mit Frauen, ich habe auch sehr, sehr gute Freunde, so ist das nicht, also nicht so gute, ne? Aber mit denen trinke ich dann auch ab und zu mal ein Bier, ne? Und da, wenn wir gut drauf sind, da mache ich dann auch mal, klopfe ich mal auf die Schulter, ne? Also, das kenne ich auch. Ja, also, ne? Da kann ich gar nicht viel zu sagen, ne? Also, das ist, früher war das ja eine ganz andere Sache, ne? Also mit meinen Eltern, da ging ja auch noch gar nichts in der Kiste, ne? Aber man will es ja auch nicht wissen. Aber heute macht man es halt, ja, mit jedem, so, ne? Ich bin da ja raus aus der Liga, ne? Ich meine, wer will eine Frau mit einem halben Bart? Und Mann sowieso schon mal gar nicht. Frauen mit Bart ist ja dann mehr was für dich. Ne? Sind ja dann eher mal so die männlichen Frauen, ne? Ja. Will ja dann eigentlich auch keinen Kerl abhaben. Also, ich würde so, naja, ist ja ne, meine Sache dann, ne? Also, mach mal, aber hier nicht so mit Haare auf Zähne, ne? So ein Weib hatte ich ja auch mal, da muss man vorsichtig sein, ne? Ne, so eine zum, die da mal Küche ein bisschen durchfeudelt, mal, ne, Bier rausstellt und nicht nervt, nicht so viel redet auch, ne. Das ist immer anstrengend, wenn Menschen so viel reden.